Freunde, willkommen zu einem neuen Video, diesmal wieder ein Tutorial. Ich habe schon ein ähnliches Video gezeigt, beziehungsweise das Vorgehen, was in diesem Video, was ich euch heute zeigen werde, das habe ich euch schon mal gezeigt, und zwar ist es ein Truhensortiersystem. Das ist jetzt hier einfach nur der ganz normale Aufbau, überhaupt nichts verziert und so, deshalb sieht das alles todeshässlich aus. Aber einfach damit man das versteht, und das ist wirklich nicht viel, also man hat hier noch so ein bisschen was. Aber das war's eigentlich auch schon. Wie das Ganze hier läuft, ich habe jetzt die Truhen hier einmal schon sortiert, das heißt ich habe hier einmal auf den Rahmen einmal reingetan, was in den Truhen drin ist. Hier ist Papier drin, hier ist Holz drin, hier ist Stein drin und hier ist Erde drin. Und ja, ich nehme mal dann auch direkt, okay, nicht so viel, aber ich sag mal hier diese drei Papier nehme ich mal mit. Hier 11 Holz, 6 Steine und hier ein bisschen Erde. Und das Ganze läuft hier so, man drückt hier einmal auf den Button, dann bekommt man hier so einen Card, so mit so einer Truhe zugeschoben. Hier kann man dann alle Sachen reintun, also ich habe jetzt nur 4 Truhen, deshalb auch nur 4 Items, die ich hier reintue, also 4 verschiedene. Theoretisch, wenn man hier so ein ganzes Lager hat, also mit allen möglichen Items, dann kann man hier einfach seine ganze Tasche ausleeren, alles in diese Truhe reinschmeißen, hier auf den Knopf drücken. Dann haut die Lore halt wieder ab. Und wir sehen, hier ist 3 Papier, die sind wieder dazugekommen. Hier das Holz ist auch schon da, die Steine auch. Und die Erde sehen wir, das wird gerade noch einsortiert. So, jetzt ist sie auch fertig. Das heißt, ich kann jetzt einmal wieder rufen, wir gucken. Die ist leer, das heißt, alles was hier drin war, hat sie jetzt aufgeteilt in die Truhen. Also das Prinzip, das funktioniert. Und wenn ich euch jetzt mal zeige, ich mache jetzt hier zum Beispiel Redstone rein. Das fährt hoch. Das wird auch abgegeben, das Redstone. Also hier sehen wir kein Redstone mehr drin. Aber wir gucken, das ist auch in keiner Truhe drin. Sondern das müsste sich theoretisch hier in diesem Trichter befinden, genau, weil ich das jetzt hier nicht mehr weitergebaut habe. Das heißt, das ist hier einmal komplett durch alle Trichter durchgewandert. Denn die Vorgehensweise ist, wenn ich etwas in den Wagen hier reinlege, dann drücke ich hier auf den Knopf, dann fährt der einmal hier hoch. Das ist hier so die ganz leichte Schaltung hier. Und wenn das dann hier drauf steht, dann steht das auf einem Trichter drauf, die Lore. Das heißt, alles was in dieser Truhe drin ist, wird hier einmal vom Trichter angezogen und der gibt das weiter in den nächsten Trichter. Und hier checkt er dann auch ab von unten, also theoretisch ist hier unten ist ja ein Trichter, der eigentlich das rauszieht, was hier drin ist. Aber weil der voll Papier ist, oder hier sind beziehungsweise 23 Papierstückchen drin, oder 22, 12 plus 7, 19, 20, 21, 22 Papier sind hier drin. Und dementsprechend, der kann nur Papier anziehen. Das heißt, wenn hier ein Papier in diesem Trichter drin ist, dann zieht der Trichter das an, gibt das runter an diesen Trichter. Das heißt, hier ist auch ein Papier drin. Und der gibt das dann weiter an diese Truhe. Dann kommt das Papier hier unten an. Wenn das allerdings kein Papier ist, das heißt, der Trichter zieht das nicht an, dann gibt er das einfach weiter bis hier zu dem Trichter. Und der checkt dann ab, ob das Holz ist, weil er voll mit Holz ist. Der kann nur Holz einziehen. Und wenn das Holz ist, gibt er das weiter an die Kiste. Wenn das kein Holz ist, wird das weitergeschoben. Hier wird dann geguckt, ist das Stein oder nicht. Wenn es kein Stein ist, gibt er das weiter. Hier checkt er dann hier unten, ob das Erde ist. Ist keine Erde, das heißt, der ist hier einmal komplett durchgewandert. Von hier, das Redstone, bis hierhin, bis zum letzten Trichter. Trichter, Alter, jetzt fange ich hier noch an, Englisch zu reden. Ja, was ist denn hier los, Alter? Also, weil hier kein Trichter mehr dran ist, bleibt das hier einfach drin. Wenn ich jetzt hier noch einen Trichter dran bauen würde. Okay, der guckt jetzt in die falsche Richtung. Das heißt, das ist jetzt immer noch hier. Aber theoretisch, wenn ich das dann hier weiterbauen würde, der würde das immer weitergeben. Dann könnte man theoretisch hier am Ende eine Restekiste anlegen, wo einfach der ganze Müll reinkommt, der nirgendwo einsortiert werden konnte. Oder man hat halt so viele Truhen, dass alles einsortiert wird. Man kann dieses Prinzip auch unendlich weit bauen. Das heißt, man kann unendlich viele Kisten hier dran bauen.
Man kann auch hier ohne Lücken die Kisten bauen. Das heißt, wenn man abwechselnd eine normale Truhe und dann eine Redstone-Truhe hier hinbaut. Also ich zeige das einfach mal ganz kurz, wie das dann aussieht. Also es gibt hier die normalen Truhen und die Redstone-Truhen, aber ihr wisst das wahrscheinlich schon. Zwei normale Truhen, die verbinden sich zu einer großen, aber wenn ich die so abwechselnd hinsetze, kann man da halt auch ganz viele Truhen so nebeneinander hinstellen. Und die Trichter kann man dann hier auch so hinbauen. Also man kann das auch komplett voll mit Truhen machen. Hatte ich jetzt so keinen Bock drauf, weil das dann unübersichtlicher wirkt oder aussieht. Aber an sich ist das gar kein Problem. Und okay, kommen wir jetzt zum Aufbau. Wie bauen wir das Ganze auf? Also das Prinzip, also wie das jetzt hier funktioniert mit den Items, glaube ich, habt ihr verstanden. Das ist ja nichts Kompliziertes. Kommen wir zum Aufbau. Ich werde das einmal einfach verlängern, das ganze System. Dann könnt ihr, dann wisst ihr auch, wie das aufgebaut wird. Das heißt, ich baue hier einfach mal eine Plattform. So, ich mache das mal einfach mit zwei weitere Truhen, mache ich hier hin. Also jetzt hier 1, 2, also ich lasse ein bisschen Abstand, das ist kein Problem, was kann man so machen. So, was ihr dann einmal machen müsst, hier zieht ihr dann, also in so einen Abstand, so einen Graben, und dann zieht ihr hier nochmal so ein paar Klötze hin. Und immer hinter den Truhen muss immer eine Fackel sein an diesem Stein hier dran. Dann zieht ihr das Ganze noch höher. Und dann braucht ihr die Trichter. Und die müsst ihr jetzt hier an die Truhe dran machen. Das heißt, wenn ihr Shift drückt, dann könnt ihr das hier dran bauen. Also wenn ihr kein Shift drückt, dann öffnet er ja die Truhe. Aber wenn ihr Shift drückt und da drauf klickt, dann geht das so da dran an die Truhe. Genau, und das müsst ihr halt machen. Als nächstes, ja, macht ihr hier einfach 3 Steine drauf, die kommen gleich wieder weg. Das ist einfach nur, damit man die Trichter hier dran setzen kann. Das heißt so, dass sie in diese Richtung gucken. Also hier gegen diese Steine, dann könnt ihr die wieder wegmachen. Das heißt, die gucken hier einfach ins Nichts im Prinzip. Als nächstes braucht ihr diese Redstone Comparator. Die setze ich hier immer dran bei den Trichtern. Bei den Trichtern. Da setzt ihr die einfach dran. Und dann braucht ihr hier so eine weitere Steinplatte oder so eine, ja, einfach weiteren Stein dran gesetzt. Und hier unter diesen Comparatoren, hier an diesen Stein dran, also so wie auch hier, setzt ihr dann einen Repeater, einen ganz normalen Repeater auf der ganz normalen ersten Stufe. Dann müsst ihr nur noch hier einmal so Steine durchziehen. Steine durchziehen, na. Okay, und dann hier einfach, nee, hier nicht, sondern nur an diesen Stellen, wo auch der Repeater ist und der Comparator, da macht ihr halt so Redstone-Leitung hin. Das heißt, wenn ich hier jetzt alle Trichter nebeneinander machen würde, dann würde das auch so aussehen und da hättet ihr hier noch ein Comparator und so weiter, aber ich habe jetzt einfach einen Abstand da gelassen. Genau, so an sich war es das jetzt eigentlich schon vom Aufbau her. Was ihr jetzt noch machen müsst, ihr müsst hier oben einmal diese Leitung legen. Das heißt, könnt das hier, wenn ihr Shift und Leertaste gleichzeitig drückt, dann schwebt ihr in die Luft, aber könnt trotzdem mal diese Richtung hier, also dran klicken, ohne dass er in den Trichter reingeht, sondern ihr baut das halt so dran. Und so macht ihr das halt, dass das in diese Richtung, also jetzt von mir aus hier links, also das heißt von den Truhen immer, also so immer in die gleiche Richtung geht. So, der letzte ist jetzt noch schief. So, genau, jetzt zeigt er auch in diese Richtung. Das heißt, hier ist die Leitung, wo die ganzen Items einfach einmal durchwandern. Die habe ich jetzt hier so weiter durchgebaut. Und jetzt kommt ihr zum Filtersystem, das heißt, was wollen wir in diese Truhe einmal reinhaben? Ich setze das mal so einen Rahmen dran. Jetzt machen wir es mal ganz wertvoll hier. So, das ist jetzt die Diamantkiste. So, Diamant ist da drin. Das tue ich da erstmal rein. Und hier, das wird jetzt einfach mal die Goldkiste. Ein bisschen Gold muss man ja in der Tasche haben, ne? So. So einmal da dran. Genau, und dann macht ihr das so, dass ihr hier
oben. Oh, jetzt habe ich mir Diamant in die Tasche gesteckt. Ne, gar nicht. Ich habe das hier in der Kiste. So. Fail. Okay, dann macht ihr das so, dass ich hier in diesem mittleren Trichter. Da geht ihr dann einfach einmal drauf. Okay, jetzt ist das Redstone hier drin, weil das ja jetzt einfach weiter durchgewandert ist und in den nächsten besten Trichter gewandert ist. Aber sonst nehmt ihr hier einfach das Diamant und tut hier einmal komplett diesen Trichter, macht ihr komplett voll. Und jetzt könnt ihr das hier komplett einmal reinsetzen und es bleiben 23 Dinger halt drin oder 22 oder was ich davon gezählt habe. Und der Rest, der wandert jetzt schon direkt hier in die Kiste rein. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon sortiert. Dann macht ihr hier das Gleiche. Das heißt, hier überall Gold rein und hier den ganzen Rest. So, jetzt ist alles durchgewandert. Jetzt gucke ich nochmal rein. Genau, unsere Anzahl hier, 22 Diamanten sind halt noch in dem Trichter drin. Hier unten ist auch einer drin, also einer bleibt immer hier unten. Und der Rest ist halt in der Truhe, die 41. Und jetzt könnten wir theoretisch schon wieder das Ganze wieder sortieren. Das heißt, ich rufe hier einmal den Wagen. Pack die Dinger da rein. Drück auf den Knopf. Und jetzt fährt das hier hoch. Ich kann ja mal gucken. Seht ihr, das Ganze wird hier einmal aussortiert. Das heißt, es wandert jetzt hier durch die Trichter. Wenn ich hier reinklicke, da ist immer ein Goldstück, weil es halt hier immer eins weiter wandert. Und hier gucken wir, das Ganze wird jetzt einsortiert. Das heißt, bis hier 41 Goldbarren drin sind. Und dann fängt er an, die Diamanten zu sortieren. Ich gucke nochmal hier rein. So, jetzt ist er bei den Diamanten. Das heißt, hier sind jetzt Diamanten drin. Da hier ist hier gar nichts mehr, weil das hier die Golddinger sind. Hier sind schon die Diamanten. Genau, und jo, mittlerweile sind alle einsortiert. Und hier oben, die Trichter sind jetzt alle leer. Das heißt, unser ganzes Diamant ist hier angekommen. Und ja, so an sich war es das. Eigentlich nichts Kompliziertes. Man kann dann natürlich anfangen, das ganze Hässliche hier alles schöner zu bauen. Die ganzen Trichter zu verstecken und so weiter. Man hat da die Möglichkeit, man kann viele Truhen nebeneinander stellen. Man kann große Truhen hinstellen. Ganz wie man das haben möchte. Aber an sich der Aufbau ist nichts Kompliziertes. Das kann man sich eigentlich, denke ich, fast in jedes Haus reinbauen. So ein bisschen Platz braucht man halt, aber sehr viel ist das ja eigentlich auch nicht. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und baut das nach. Macht so viel ihr wollt damit. Also, ich werde das auf jeden Fall auch in mein nächstes Haus, denke ich mal, mit reinbauen. Ansonsten würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Ciao, ciao.